The world becomes one. The world becomes one. The world is one. Podcast. Gespräche rund um die Welt. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich lasse meine übliche Einleitung einfach mal ganz frech weg. Ich begrüße Helma Rudolph zu einem neuen Gespräch und habe bewusst die Worte gewählt, weil viele Menschen mit The World Becomes One, huch, jetzt habe ich es ja doch gesagt, ein Problem haben oder hatten. Wir beiden haben das nicht, lieber Helma, und freuen uns immer wieder, wenn wir uns hier über den Äther begegnen dürfen und wenn wir Ideen, Impulse, Gedanken in die Welt schicken können. Fangen wir doch einfach mit dem Problem an, oder? Ja, ich finde das total anmaßend, dass du dich so für mich freust, dass wir hier irgendwo einen Podcast machen. Also ich finde, ich freue mich gar nicht. Also mein Ego hat damit ein Problem, aber irgendwie habe ich mir das angezogen in meinem Leben. Also ich habe ja irgendwie auch dich angezogen. Jetzt muss ich Hör jetzt auf, du alter umgehen. Narzisst, sonst gibt es wieder Zuschriften. Ist das jetzt ein Narzisst oder ein Narzisst? Oh. Also das ist ja Nazi. Oh jetzt Gott. Jetzt kommt das Wortspiel. Nein, also Spaß beiseite gewischt. Wir wollten einmal tatsächlich eingehen auf Zuschriften, die wir bekommen haben. Zum einen gab es ein paar Fragen, auf die wir heute eingehen werden. Zum anderen gab es aber auch diese Unkenrufe. Da wollen wir einmal nur entgegnen. Also das The World Becomes One ist entsprungen einer Idee von Melanie Joarek, die uns diesen Raum hier zur Verfügung stellt und diesen Podcast eben auch über Anchor und andere Portale weiterleitet. Das fand ich eine ganz wunderbare Idee. Ich habe die Melanie schon ganz oft im Gespräch gehabt. Ich kann sie für mich wahrnehmen und erfahren und ich fühle, dass das gut ist und deshalb stehe ich dahinter und habe mit diesem englischen Wording auch kein Problem, aber wir versuchen uns jetzt ordentlich in der deutschen Sprache zu üben, lieber Helma, was ja bei dir, glaube ich, keine Schwierigkeit ist, denn du bist ja von Haus aus mit guter deutscher Sprache. Ja, absolutely bilingual. Groß geworden, du kannst ja auch einmal kurz erzählen, ich glaube, dein Papa war Lehrer, richtig? Jo, der sprach 7 Sprachen. Ein paar davon kann ich nicht, also unter anderem Latein und Griechisch und Altgriechisch. Aber dafür bin ich ihm im Russischen überlegen, also wenn er jetzt noch da wäre. Und im Afrikaansen wahrscheinlich auch. Nee, bin ich nicht ganz so sicher mit Afrikaans. Aber spielt ja auch keine Rolle. Wir machen ja keine Vergleiche hier, aber ja, Papa war Lehrer. Und vielleicht ist so ein bisschen, hat so ein bisschen davon abgefärbt. Deine Oberlehrerhaftigkeit, die auch bemängelt wurde. Ja, natürlich, aber das ist mir sowas von egal, weil das hat diese Person ja angezogen irgendwie. Da hat sie noch ein Ego-Problem. Gut, ich glaube. Ich finde das schön, weißt du, das ist. Eins möchte ich sagen zu diesen Kommentaren und auch wirklich nur eins. Das sagt ja, deine Kommentare sagen ja mehr über dich aus als über das, was du kommentierst. Ich finde es auch erstaunlich und eigentlich bezeichnend, wie. Das heißt bezeichnen, wenn jemand sich gar nicht auf die Thematik eingeht, sondern irgendwo versucht, den Mann zu spielen. Ich meine, ich sage bewusst versuchen, weil diese Leute können den Mann nicht spielen. Sie versuchen es, den irgendwo runterzumachen, irgendwie so mit Narzisst oder irgendwas, irgendwie so dämliche Labels zu geben und verstehen gar nicht, dass sie sich damit komplett entblößen und vor allem, dass sie sich selbst damit gar keinen Gefallen tun. Weil ich meine, über das Thema können wir uns ja unterhalten. Das muss ja nicht jedem gefallen. Da gibt es ja viele verschiedene Ansätze und Lösungsmöglichkeiten. Ich biete einen an, um das mal mit Romans Worten auszudrücken. Ich mache hier ein bestimmtes Angebot und das kann jeder gerne annehmen oder ablehnen. Das ist doch vollkommen legitim. Aber dann setzt man sich doch bitte mit der Thematik auseinander. Aber genau deswegen machen wir diese Dinge, weil es eben noch so viel Nachholbedarf gibt, weil die Leute einfach nicht verstehen, dass sie dem anderen, mir kann niemand was, außer ich mir selbst. Aber und dasselbe gilt auch für alle anderen. Sie tun oder fügen sich Schaden hinzu. Dem anderen macht das nichts aus. Der weist das ab. Mit ein bisschen Unglück nutzt er dieselbe Energie, verstärkt sie und schickt diese ganze zerstörerische Energie an den Aussender zurück. Und das hat dann ziemlich üble Folgen. Genau, und damit sind wir ja auch schon fast im Thema drin oder eigentlich ist man immer mittendrin. Es geht darum, sich seiner selbst bewusst zu werden, seiner Schöpferkraft, also der Möglichkeiten auch sein Leben zu kreieren und dann vielleicht auch von dem Fingerzeig nach außen auf andere, du, einfach
in sich selbst zu schauen und dann das Bestmögliche strahlen zu lassen. Und da würde ich jetzt gerne mit dir weitermachen, denn das ist, glaube ich, auch für unsere Zuhörer das, warum sie uns einschalten. Wir wollen ja hier keine Lästerschwester-Runde machen, sondern wir wollen volle Power in Schöpferkraft nach vorne. Ich habe übrigens 32 Grad hier. Und du? Hahaha, 7 Grad. Der ist witzig. Schön, dann würde ich mal sagen, dann zieh dich mal warm an für das, was kommt. Spaß beiseite. Ich habe die Fußbodenheizung aufgedreht. So. Du hast die brauche ich gar nicht erst. Schöpferkraft, da möchte ich folgendes Wort hinzufügen, bewusst. Mhm. Weil Schöpferkraft hat jeder und solange jemand lebt, schöpft er oder sie oder es. Es ist halt nur so, wie Onkel Charles so schön sagt, du kannst keine Kräfte ausdrücken, die du nicht besitzt. Dementsprechend, wenn es an Bewusstsein fehlt, fehlt es eben auch an den bewussten Kräften, zum dieses Bewusstsein zum Ausdruck bringen. Und dann schöpft man, und da möchte ich habe mir eben noch ein bisschen Roman, zweite Serie von dir angehört, mit ihm so ein bisschen konträr, weil die meisten Menschen, für die wird geschöpft, die sind einfach Produkte. Sie sind Produkte, also nicht im Sinne von, die liegen irgendwo im Regal und kosten 3,50 Euro. Sie sind Produkte, Ergebnisse von anderen schöpferischen Akten. Und sie haben sich, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht an dem Punkt eingefunden, wo sie bewusst schöpfen. Das heißt, wo sie wissen, dass sie wissen und wo sie wissen, was sie tun. Das heißt, wo sie ihre Schöpferkraft bewusst in eine Richtung lenken, die vorher wirklich gut durchdacht wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, gut durchdacht wurde und wo sie dann eben nachher auch mit dem Ergebnis vollkommen zufrieden sind. Das ist ja das, womit wir uns befassen und worauf wir hinaus wollen, nämlich auf dieses Bewusstsein, nicht auf die Schöpferkraft per se, sondern darauf, dass wir diese unendliche, wohlwollende, möchte ich hinzufügen, Kraft nutzen, um unsere Lebensumstände wirklich nachhaltig zu verbessern. Und zu einem Punkt, Achtung, zu einem Nachsatz, zu einem Punkt, wo wir uns darüber gar keine großen Gedanken mehr machen müssen, sondern wo diese Dinge ganz automatisch aus uns heraus passieren. Mhm. Geschehen, Punkt. Mhm. Bin vollkommen bei dir, muss zu dem Gespräch mit Roman sagen, das beißt sich für mich gar nicht, sondern dieses Bewusstwerden ist quasi die Vorstufe zum Schöpferkraft nutzen. Und das, was Roman meint, ist, dass eben Menschen, die noch nicht in ihrer Bewusstheit sind, oder es passiert ja auch mir, ja, ich kann ja nicht immer meine Bewusstheit halten oder ich bin mir nicht immer vollständig bewusst, dass man aber aus dem Bewusstsein die Angebote, so nennt er es doch so schön, annehmen kann oder nicht. Und je wacher ich dann eben bin oder je bewusster ich bin, je klarer kann ich ein Angebot annehmen oder auch nicht. Und entsprechend schöpfe ich mir dann ja mein Sein. Will sagen, das Angebot, dass du mit mir hier diese konstruktiven und inspirierenden Gespräche führst, habe ich angenommen. Und wir schenken das jetzt über den Äther raus und dann nehmen unsere Zuhörer an, bewusst oder auch nicht, also entsprechend, und können damit was anfangen oder eben je nach Bewusstheitsgrad auch nicht. So würde ich sehen. Und es beißt sich nicht. Richtig. Jawohl. Nur beißt sich nicht, nur, wie gesagt, Schöpferkraft ist potenziell, ist vorhanden und wird auch in Anspruch genommen, aber von vielen Menschen halt nicht bewusst in Anspruch genommen. Und das ist das ja, worauf wir letzten Endes hinaus wollen, dass wir das bewusst tun, dass wir wissen, was wir tun. Und da kommen wir ganz zum Anfang zurück, lustigerweise. Das geht einher mit einer Verlangsamung. Denn wenn du schnell bist, verlierst du den Überblick. Ganz lustig einfach, wenn du dir schon von der Sprache her vorstellst, wenn du schnell bist, verlierst du den Überblick, weil du einen Tunnelblick bekommst und du verlierst den Blick für, nicht das Wesentliche, aber die Peripherie. Du wirst so single-minded, wollte ich gerade sagen, ist nicht deutsch. Wirst du hochkonzentriert. Das ist wie beim schnellen Autofahren. Du bekommst gar nicht mehr mit, was auf der Seite passiert, weil dein Blick so eiskalt auf einen ganz kleinen Punkt nach vorne gerichtet ist. Was für eine bestimmte Zeit auch ganz gut ist, aber auf Dauer nicht nachhaltig und nicht überlebensfähig, weil es einfach extrem ist. Und deshalb kommt dann diese Verlangsamung, das ist ja das weibliche Element, von dem wir gesprochen haben, die Verlangsamung, dass wir uns nach innen kehren und dass wir immer bedacht, bewusst, nicht überhastet
reagieren und agieren. Dass wir uns halt Gedanken darüber machen, was wir tun. Ist nicht immer im Tagesablauf möglich, völlig klar. Aber das Schöne ist ja, wir können uns ja dahin programmieren, dass selbst das, was dann nachher automatisch passiert, von uns bewusst so hervorgerufen wurde. Das heißt, dass selbst wenn wir ein bisschen schneller sind und automatisch agieren, was ja, wie gesagt, im normalen Tagesablauf völlig normal ist, normal sein muss, dass das dann so ist, dass wir mit dem Ergebnis zufrieden sind. Und dazu sei gesagt, dass ja auch jeder sein eigenes Tempo hat, ja? Also es gibt ja jetzt nicht irgendwie eine Vorlage, das muss immer in Zeit X geschehen und jeder bekommt irgendwie die gleiche Matrix an der Stelle, sondern das hat ja was mit dem eigenen Tempo auch zu tun, ja? Das würde ich gern noch mitgeben. Diese Ruhe gibt uns eine Ordnung. Und diese Ordnung wollen wir in uns schaffen und wir wollen dieser Ordnung bewusst einen positiven Oberton aufprägen, aufmodulieren, damit das Unterbewusstsein diesen positiven, aufbauenden, harmonischen, konstruktiven Oberton oder diese Qualität annimmt und sich letzten Endes zu eigen macht. Das war ja das, was wir im Vorgespräch kurz abgesprochen haben, dass wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, über nochmal als Zusammenfassung über diese Interaktion zwischen unserem Wachbewusstsein und unserem Unterbewusstsein. Mhm. Und das, auch das kann nicht oft genug betont werden, weil wir, während wir mit unseren Sinnen engagiert sind, halt komplett im Wachbewusstsein sind. Und dass jeder, der schon mal meditiert hat, der weiß ja, dass wenn die Sinne gestillt werden, dass man dann die Geschwindigkeit oder die Lautstärke da oben einfach komplett reduziert. Und dass man dadurch die Geschwindigkeit oder mehr die Lautstärke des Unteren erhöht. Mhm. Und dass wir unseren Verstand, der so, so wichtig ist, weil er die Fähigkeit hat, zu unterscheiden und zu urteilen, weil alles, was er wahrnimmt, über die Sinne Unterschiede sind, dass dieser Verstand die lebensrichtigen Qualitäten auswählt und ans Unterbewusstsein weiterleitet. Weil auf der Ebene des Unterbewusstseins diese Beweisfindung, diese Unterscheidung nicht stattfindet. Das Unterbewusstsein nimmt uns beim Wort. Das ist ungefähr wie ein vierjähriges Kind. Das setzt das einfach um. Das fragt nicht nach. Und eben wenn diese Programmierung aus der eigenen Borniertheit, aus der Unfähigkeit zu lernen, aus der Programmierung, die man von den Eltern oder der Sozialisierung bekommen hat, negativ ist, destruktiv ist, chaotisch ist, unharmonisch ist, dann setzt das Unterbewusstsein auch das um. Bloß das hat dann wirklich weitreichende Konsequenzen für uns. Und deshalb müssen wir so vorsichtig sein, dürfen wir so vorsichtig sein und unser Unterbewusstsein nur mit den allerschönsten, erhabensten, aufbauendsten Gedanken füttern. Und das insbesondere dann, wenn es im Außen ziemlich chaotisch und unharmonisch vorgeht. Das Unterbewusstsein, dem ist das ziemlich egal. Das ist, solange du deine Ausrichtung positiv hältst und wie in der Natur geduldig, nachhaltig fortführst, dann schafft das Unterbewusstsein dir das entsprechende Nervenkostüm, dass du diese Harmonie, diese Glückseligkeit dann auch im Außen wahrnimmst. Weil, wie heißt es so schön im Master-Key-System, ein glücklicher Gedanke kann nicht in einem unglücklichen Bewusstsein bestehen und umgekehrt. Mhm. Darf ich einfach... So, deshalb schaffen wir unser Bewusstsein. Okay, grätsch rein. Ja, genau. Darf ich da kurz Zwischenfrage, weil ich habe die ganze Zeit im Kopf, was ist mit verkehrten Prägungen und Glaubenssätzen? Roman würde sagen, das ist einfach nur mein Angebot. Was heißt verkehrt? Verkehrt ist es nur dahingehend, dass es sich auf unser Leben negativ auswirkt. Das heißt, dass es destruktiv wird, dass es uns auf der einfachsten Ebene schlichtweg Energie abzieht. Weil das Positive ist harmonisch, das fügt Energie hinzu. Das macht das Ganze leicht, weil wir in einem Takt, in einer Harmonie leben. Das macht das Ganze beschwingt, wir haben auch da die Worte. Und deshalb ist das Ganze Negative, das Falsche, die falschen Angebote, die wir unbewusst angenommen haben, weil wer macht sowas schon bewusst? Ich meine, wenn du ein bisschen Bewusstsein hast, nimmst du keine negativen Angebote mehr an.
Das ist richtig, aber ich kann jetzt auch direkt mit Beispielen kommen, wenn du möchtest. Nur wir wollten ja dann irgendwann aus dem Theoretischen auch ins Praktische übergehen. Wenn du als Kind in der Interaktion immer wieder von Vater, Mutter oder auch in der Schule oder sonst wie, das wiederholt sich ja dann auch gerne, weil Gesetz der Resonanz und Anziehung, das Gefühl vermittelt bekommst, das reicht nicht aus, das ist noch nicht gut genug. Das ist nicht gut genug. Ich glaube, das ist so ein Satz, der vielen von uns nicht fremd ist, oder dieses Gefühl aufgestülpt zu kriegen. Dann ist es ja da, dann ist es abgespeichert. Ja, aber das sagt nichts. Das, was abgespeichert ist, kann eben auch gelöscht werden, kann überschrieben werden. Weil zwei Dinge können nicht zur selben Zeit am selben Platz sein. Entweder ist das eine oder ist das andere. In den entsprechenden Maßen der Ausprägung. Mhm. Und nur weil das da ist, ja okay, dann ist es da. Das ist ja schön, dass es da ist, weil mir die Erkenntnis dessen, dass es da ist, ja als Ausgangspunkt dient, es zu verändern. Denn wenn ich nicht mal weiß, wenn ich nicht das Bewusstsein habe, warum eine bestimmte Sache entstanden ist, erstmal was die Sache ist, also die Qualität der Sache und dann den Ursprung der Sache, dann habe ich gar keine Handhabe, das zu ändern. Mhm. Weil eben dann sich diese Sache unterbewusst, wie sie ja oder zu der sie ja geworden ist, weiterhin auswirkt. Aber ich kann mit meinem Bewusstsein dieser Sache wirklich einen Strich durch die Rechnung machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist abgehakt und dann kann ich mich bewusst in eine neue Richtung begeben. Gut. Auch wieder hier ein Prozess, eine Sache, die einfach ein bisschen Zeit dauert oder einen Anspruch nimmt, wo ich geduldig sein muss, wo es zu hin und wieder Rückschlägen kommt, was auch vollkommen in Ordnung und normal ist, aber wo das Ziel, das Ideal ist vorgegeben, daran halte ich mich fest und das setze ich um, bis das Ding dann erreicht ist. Mhm. Super, also da kommt wieder mein Lieblingssatz mit oder meine Lieblingserkenntnis. Also erstmal erkennen, dann verstehen das Ganze und dann kann ich verändern. Bewusster Geist, genau, und dann kann ich mit diesen Schritten, sage ich mal, vorgehen. Zuerst erkenne ich, da habe ich einen Glaubenssatz, da habe ich ein Muster, dann verstehe ich das, wie das bei mir verankert ist und dann kann ich damit eben arbeiten und da wollen wir dann in den praktischen Teil ja auch zusammengehen und dann kann ich verändern, ja. Da sind wir ja schon drin, weil das, was du gerade beschrieben hast, kann nur in der von uns immer wieder erwähnten Ruhe, körperlichen Ruhe stattfinden. Und deshalb kommt niemand, der sich irgendwo bewusst verändern will, umhin, sich Ruhe zu schaffen, in diese Ruhe zu gehen. Das heißt, sich irgendwo einen Ort zu schnappen. Ich sage mal, das kann die Toilette sein. Ich sage, die Leute sagen, ich habe keine Zeit. Doch, du hast Zeit. Du kannst nämlich 5 Minuten länger auf Toilette bleiben. Und da kannst du jede Ausrede unter der Sonne nutzen, wenn dich noch einer blöd anquatscht und sagt, warum warst du so lange auf Toilette? Du kannst das heißt ja nicht umsonst das stille Örtchen. Und das ist ganz gut so. Und bitte jetzt nicht visualisieren, das ist natürlich schon passiert, weil ich das ins Leben gerufen habe. Wir lassen ja Druck ab auf dem Klo und reharmonisieren uns. Und das ist halt eine ideale Gelegenheit, um mal diese momentane, zeitweise hervorgerufene körperliche Entspannung, die auch mit einer seelischen und geistigen Entspannung oder mit mentalen Entspannung einhergeht, zu nutzen. Also eine super Sache. Oder in der Sauna. Oder wer den Luxus hat, in die Natur zu gehen, kann sich irgendwo auch warm angezogen unter einen Baum setzen. Oder was auch immer. Einfach an See. Irgendwo da, wo schon, sagen wir, so eine Grundharmonie besteht und wo eine bestimmte Ruhe vorherrscht. Da freue ich mich aber, dass du uns noch ein paar andere Bilder mitgegeben hast. Vielen Dank an der Stelle. Ja, also ich habe eine blühende Vorstellungskraft. Sehr schön. Aber ich bin eben auch der Cunning Linguist. Ich kann eben mit der Sprache und wir haben das ja in der Sprache schon einzementiert. Wir sollten uns dessen oder wir dürfen uns dessen gerne bewusster werden, wie ausdrucksstark die deutsche Sprache ist. So, will sagen, ohne Ruhe passiert gar nichts. Und wenn du nicht in der Lage bist, dich irgendwo oder dir Zeit und Raum zu schaffen, mal so 20, 30 Minuten erstmal nur stillzusitzen, du musst gar nichts machen. Du musst dich einfach nur mal ein bisschen trainieren oder darfst dich trainieren, runterzukommen. Musst nicht unbedingt was Enges und Klemmendes anziehen, was Lockeres, Entspanntes. Ich meine, es ist ja lustig, wenn du darüber guckst, ins ganze Extreme, nach Indien oder zu den Gurus oder zu den Mönchen, die tragen alle lockere Kleidung.
die tragen nichts eng Anliegendes, was ihnen irgendwo was abklemmt. Aber wir sind halt so modebewusst geworden und begreifen gar nicht, was wir uns damit eigentlich antun. Egal, also was Entspanntes anziehen, irgendwo einen schönen Ort suchen und dann einfach mal runterkommen. Und mit der Zeit das halt üben, dieses Runterkommen üben, dieses Verlangsamen üben und dann als nächsten Schritt dahin zu kommen, dass man sich einfach mal sich selbst anguckt, die Jahre zurückschaut, Inventur betreibt und gar nicht großes, gar nicht erstmal mit Zielen und Wünschen und Idealen und was weiß ich, das steht hinten an. Wir machen erstmal eine Bestandsaufnahme. Und diese Bestandsaufnahme, das wird jeder für sich feststellen, wird sehr schnell sehr umfangreich werden, weil es nämlich um gesundheitliche Aspekte geht, weil es um finanzielle Aspekte geht, weil es um partnerschaftliche Aspekte geht. Und das sind nur drei Worte, aber diese drei Worte sind natürlich der Ausgangspunkt für viele, viele andere Unteraspekte oder Nebenaspekte. Mhm. Aber erstmal, dass wir da hinkommen und dann damit diesen Prozess einleiten, den ich ja über die letzten drei Podcasts relativ ausführlich beschrieben habe. Und dass wir durch diesen Prozess in eine komplette Entspannung kommen, in eine Kontrolle über uns selbst und dass wir dann im Anschluss wirklich dann in den Folgeprozess eingehen, nämlich in diesen bewussten Schöpfungsprozess über die Idealisierung, über die Visualisierung und über die Konzentration, das heißt über die Gedankenbündelung, über das Einswerden mit dem Objekt deiner Begierde, dass du wirklich nichts anderes mehr im Bewusstsein hast. Und jeder, der uns gerade zuhört und dann noch wach ist, der wird gleich merken, wie schwer das ist, seinen Gedanken auf einer Sache zu halten für über einen längeren Zeitraum. Wie schnell die Gedanken doch abschweifen, wie einem wieder was anderes in den Kopf reinschießt. Und daher muss auch das geübt werden. Da würdest du also auch durchaus sagen, die Methode, die du ja dann auch vorstellst oder so wie du auch arbeitest, ist schon, sich eine Sache zu nehmen und den Fokus zu halten und dann in den buntesten Farben und ja schönsten Bebilderungen wirklich da in die Energie zu gehen, ja, zu materialisieren dann oder zu schöpfen. Diese Frage habe ich über die Jahre sehr oft gestellt bekommen. Kann ich mich auf mehrere Ideale gleichzeitig konzentrieren? Gleichzeitig sowieso nicht, weil wenn du bei der einen Sache bist, bist du nicht bei der einen anderen Sache. Also wenn ich hier auf einen Baum gucke, gucke ich auf einen Baum oder auf ein Blatt und nicht auf das nächste. Und wenn du mehrere hast, ich beantworte das mal von dieser Perspektive oder heraus, wenn du mehrere Ideale hast, mehrere Baustellen hast, guck einfach, wo du Fortschritte machst, weil deine Handlung, deine Fortschritte sind letzten Endes das, was zählt, nicht das, die Anzahl der Ideale oder Visionen oder Wünsche, die du hast. Aber es ist natürlich, wenn man dessen noch eher fremd ist oder neu dabei ist, ist natürlich erstmal schön, wenn man sich eine kleine Sache mit kleinen Schritten beginnt und da die Erfolge erzielt und sieht, dass man da Fortschritte macht und dass man dann schrittweise größere angeht. Wie muss ich eigentlich keinem erzählen, ist völlig normal im Leben. Du versuchst nicht gleich irgendwo einen Marathon zu laufen, du fängst erstmal mit einem Kilometer an. Ich bin bei dir, aber das ist ja so eine Frage, die doch häufig gestellt wird und darum brauchte ich sie auch in diesem Podcast, lieber Helmer. Absolut. Erstmal, wie gesagt, mit kleinen Schritten anfangen. Und du kannst schon alleine dich darüber freuen, dass du in der Lage warst, irgendwo erstmal 10, 20 Minuten stillgesessen zu haben. Das ist schon ein Riesenerfolg, weil das der Beginn deiner neuen Reise ist. Das ist der Beginn deines neuen Lebens. Dafür darfst du dankbar sein. Und das kann ich gar nicht stark genug betonen, eben empfindsamer zu werden und Dinge nicht einfach für gegeben zu nehmen, sondern wirklich dankbar zu sein, auch für die kleinsten Dinge. Und je dankbarer du wirst, desto mehr Gründe hast du, dankbar zu sein. Und wenn du nur noch durchs Leben läufst und dankbar bist, dann nimmt dein Leben eine Qualität an, die mit Worten gar nicht beschrieben werden kann. Kann ich mit einem ganz großen Ja und freudigem Herzen dabei unterstreichen. Ist für mich das A und O gewesen, dieses Thema Dankbarkeit. Und allein, dass wir jetzt auch uns auch so austauschen können und viele andere wundervolle Sachen, die geschehen sind, in dem letzten Jahr auch explizit. Und ich kann es nur unterstreichen. Ist der absolute Knaller. Und das ist wieder das, ich was... Ich jetzt, oder? Ja, du bist sowieso der Knaller. aber das ist ja auch das, was wir im Vorgespräch hatten, die Inanspruchnahme.
Das ist ja das. Nimmst du es in Anspruch? Du kriegst, um es mit Romans Worten auszudrücken, du kriegst halt viele Angebote unterbreitet, aber welche nimmst du in Anspruch? Und dieses Wort in Anspruch nehmen, ist mir erst später aufgefallen, wie akkurat das ist. Du sprichst etwas an, du stellst eine geistige Verbindung mit dieser Sache her und machst sie dir schrittweise zu eigen. Und weil du das tust, bringst du halt dein Bewusstsein mit rein. Und mit deinem Bewusstsein kannst du über kurz oder lang nichts Negatives mehr reinholen. Weil du das einfach, weil dein Filter aktiv ist. Charles Hanle, Master Key System, nennt das der Wächter vor dem Tor, der halt entscheidet, was den Vagusnerv runtergeschickt wird, um im Solarplexus zu landen. Und der eben nur die erhabensten, schönsten Gedanken mit der Zeit runterschickt und somit sich ein Bewusstsein schafft für Erhabenheit, für Schönheit, für Anmut, für Harmonie, für Mitgefühl, für Kraft und Macht. So, und da kommen wir natürlich, das ist alles ja noch abstrakt, weil das sind diese Bewusstseinszustände, auf die wir alle aus sind, jeder Einzelne von uns. Und jetzt ist es natürlich so, jeder Einzelne von uns läuft auf seiner eigenen Schiene, in seiner eigenen Raumzeitqualität. Jeder hat einen eigenen individuellen Rhythmus durch seinen Geburtstag bekommen. Und das Kartensystem, mit dem ich mich da befasse, die einen kennen das ja schon, die anderen vielleicht nicht, sacredsymbols.de, dürfen sich gerne mal damit befassen, weil das ist eine Methode, um eben diese individuelle Zeitqualität festzustellen, mithilfe des Kartenspiels. Ach, da machen wir auch mal einen Podcast oder sogar ein Video zu. Das nehmen wir noch mal. Das ist schön. In Gänze. Gut, weil das ist nämlich wichtig, weil wir als Suchende treffen wir auf viele verschiedene Angebote und wir wissen nicht notwendigerweise, was für uns das Beste oder das Richtige ist. Wenn du weißt, wer du bist, das heißt, wie du getaktet bist und wo du jetzt gerade stehst, dann weißt du eben auch, was für dich wichtig und richtig ist. Und deshalb kann das gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, weil dann setzt du nämlich diese Schöpferkraft, über die wir uns jetzt schon geraume Zeit unterhalten haben, so ein, dass du eben mit den Ergebnissen zufrieden bist. Denn du kannst sehr wohl das Richtige zum falschen Zeitpunkt tun und du kannst das Falsche zum richtigen Zeitpunkt tun. Und deshalb willst du wissen, und das ist so mein Aufruf an jeden, der das jetzt gerade hört, befasst euch mit Astrologie, befasst euch mit Numerologie. Weil diese Systeme oder mit der Kartologie, was ich ja eben gerade erwähnt habe, Sacred Symbols, das ist ein englisches Wort, das heilige Symbole, Sacred Symbols, S-A-C-R-E-D, Symbols, S-Y-M-B-O-L-S. So, befasst euch damit, weil der, und das ist mir diese Einsicht oder zu dieser Erkenntnis bin ich erst vor ein paar Tagen gekommen, also wirklich klar gekommen, dass selbst wenn du wirst beschrieben auf eine bestimmte Art und Weise über diese Systeme, über die Numerologie, Astrologie, Human Design System, Sacred Symbols etc., Kartensystem. Dann, da engt man dich so ein bisschen ein, man steckt dich in gewisser Hinsicht in eine Box. Das ist als Ausgangspunkt vollkommen in Ordnung und gut und absolut genial. Aber das, was du nicht haben willst, ist, dass du in dieser Box bleibst. Du willst dich befreien. Du willst von allen Energien ein bisschen was mitnehmen. Und dann wird dein Leben nämlich runder. Und das hat der Sternenkreis oder der Tierkreis, der Zodiac, hat das ja, dass diese Tierkreiszeichen ja alle unterschiedliche Qualitäten haben. Und im Kartenspiel ist das eben genauso. Und die Numerologie logischerweise auch so. Alles unterschiedliche Qualitäten. Aber du willst von allem ein bisschen haben, weil dann kannst du mit jeder Situation, ganz gleich, wie sie sich darstellt, angemessen umgehen. Dann fühlst du dich niemals überfordert, weil du halt ein bisschen von der Energie hast. Das heißt, du willst dich aus deiner ursprünglichen Prägung durch deinen Geburtstag, willst du dich befreien. Und das ist ein total genialer und faszinierender Prozess, wo du immer wieder Neuland betrittst, weil halt immer wieder bestimmte Aspekte in dein Leben eintreten, zu denen du vorher keinen Bezug hattest. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei man auch da wieder sagen muss, es ist halt wieder ein mögliches Angebot. Aber das, was über allem steht, ist dieses, wer bin ich eigentlich? Wirklich der Frage nachzugehen, wer bin ich und was möchte ich verwirklichen für mich? Naja, aber das find ich ja durch diese Systeme gerade heraus, weil ich erkenne mich durch diese Systeme ja als Mensch. Und das heißt, wenn ich nicht weiß, welche Fähigkeiten ich als Mensch habe, kann ich die nicht zum Ausdruck bringen. Ich wiederhole es nochmal, du kannst keine Kräfte zum Ausdruck bringen, die du nicht besitzt. Und über diese Systeme
kommen wir schrittweise in den Besitz dieser Kräfte und können sie somit zum Ausdruck bringen. Wenn ich nicht weiß, dass ich ein Fisch bin, dann kann ich von dem, was der Ozean mir bietet, keinen Nutzen ziehen. Wenn ich nicht weiß, welche Möglichkeiten ich mit dem Verstand habe, dahingehend, dass ich mittels des Verstandes mein Unterbewusstsein, diese riesige Domäne, wohlwollende Domäne, diesem wohlwollenden Fremden, der mir nur die reife Frucht in den Schoß fallen lässt, wenn ich diese Domäne nicht kenne, wenn ich nicht weiß, dass mir das zur Verfügung steht, wo ich auch wirklich die widrigsten Umstände ändern kann durch mein Bewusstsein, dann komme ich nie in den Genuss dieser Sache. Und deshalb ist es so wichtig, sich mit diesen Sachen zu befassen. Ich bin absolut bei dir. Ich sage nur, ja, es gibt ja verschiedenste Felder und man muss dann halt irgendwie schauen. Der eine geht so auf Entdeckungsreise zu sich selbst und der andere eben mit einem anderen Weg. Das war eigentlich das, was ich damit nur gesagt haben wollte. Du, völlig, völlig klar. Wichtig zu verstehen dabei ist, du nimmst einen Punkt auf dem Kreis ein und nimmst das als Ausgangspunkt, um dich in welche immer Richtung zu bewegen, um dann letzten Endes den Kreis zu komplettieren, zu vervollständigen, zu vollenden, um zu dir selbst zurückzukehren. Und auf dieser Reise zu dir selbst hast du diese ganzen anderen Qualitäten kennengelernt. Welche Methode du nutzt, ob das Karten sind, ob das Numerologie ist oder Human Design oder Astrologie oder was auch immer, Familienaufstellung, es ist alles nur dazu da, um dich zu bereichern, um dich anzureichern. Und deshalb sind all diese Dinge da, um dir einen Nutzen zu erbringen. Mhm. Ja. Wunderbar, kann ich komplett unterstreichen, habe mich ja selber ganz, ganz viele Jahre schon mit verschiedensten Themenbereichen intensiv auseinandergesetzt und muss heute sagen, ich könnte nicht solche Gespräche, jetzt ist der Roman schon wieder Thema, also wie mit dem Roman eben führen und das auch wirklich so erleben, wie ich es erlebt habe, wenn ich nicht diese ganzen Vorstufen schon alle durchgemacht hätte. Oder auch mit dir, die Gespräche, die wir ja auch außerhalb einer Podcast-Aufnahme führen, sind ja schon auch tiefer und der Geist wird und das Bewusstsein wird gefordert. Das hätte ich alles so nicht erleben können, wenn ich nicht vorher diese ganzen Phasen durchlaufen hätte und Erfahrung gemacht hätte. Aber trotzdem sage ich, der eine geht halt zur Familienaufstellung, schönes Beispiel, und der nächste entdeckt sich im Gestaltcoaching und wieder der nächste ist eben mit Astrologie. Ja, ganz genau. Vielleicht zum Abschluss, weil wir schon so, glauben, so langsam ein bisschen über die Zeit sind. Wir sind drüber. Fett über die Zeit. Macht wir nichts. Sind drüber über die Zeit. Das Wichtigste, Schwachsinn. Was von Bedeutung ist und was am Anfang so schwer ist, ist das, worauf man sich einlässt, in Perspektive zu sehen. Und das ist nahezu unmöglich, weil das, worauf man sich einlässt, ja nicht kennt. Und erst wenn man es kennt, kann man es in Bezug und eben in Perspektive zu anderen Sachen setzen und gucken, okay, das hat mir da gefallen, das hat mir nichts gebracht, das hat mich viel weitergebracht. Mhm. Und wenn wir das Vertrauen an den Tag legen können, uns auf bestimmte Sachen einzulassen und zu sagen, okay, diese Sache ist einfach nur da, um mir Nutzen zu erbringen, dann kommen wir damit allein schon so viel weiter, weil wir dann intern, ich kann das gar nicht anders in Worten ausdrücken, interne Hürden und Zweifel abbauen oder gar nicht zum Vorschein kommen lassen. Das heißt, wenn wir wissen, dass all diese Dinge nur Werkzeuge sind, nur Hilfsmittel sind auf unserem Weg zur Bewusstwerdung und zur Selbstermächtigung und zur Stärkung unseres Geistes, unseres Körpers und unserer Seele, dann können wir aus ihnen das herausziehen, was sie uns anbieten, wie oft und wie lange und zu welchem Ausmaß, ist dann vollkommen sekundär. Aber wenn wir wissen, dass sie einfach nur dazu da sind, uns runder zu machen, dass wir nicht, ich sag jetzt mal, nimm mal einen Bodybuilder. Du willst als Bodybuilder, willst du rund sein, du willst schöne Waden haben, du willst schöne Oberschenkel haben, du willst einen knackigen Po haben, du willst einen schönen Sixpack haben, du willst einen schönen Latissimus haben, du willst schönen Brustmuskel haben, du willst schöne Schultern haben und Unterarme auch. Aber du willst als Bodybuilder nicht einfach nur mit großen Armen rumlaufen und völlig unterentwickelten Beinen. Und das wäre im Prinzip das Äquivalent zu den ganzen Systemen. Du willst von allem etwas haben, weil dieses von allem etwas macht das eben proportional,
harmonisch und ausgeglichen. Mhm. So. Genau, und wenn du aber bewusst genug bist, das alles so zu erkennen und wenn du vor allen Dingen ganz genau darauf achtest, was du selber rausgibst, wie du eben anderen Menschen begegnest, wie du in den Kontakt gehst und da schon mal anfängst, dann auch mit diesem Gefühl, wir hatten es vorhin mit Dankbarkeit, da gibt es noch andere Attribute, die könnten wir sonst auch noch mal in den Ring schmeißen, dann verändert sich plötzlich auch die Welt, in der du lebst. So, und mein Schlusswort dazu, ich hatte vor einigen Wochen dazu einen Livestream gemacht, der ist auf YouTube auf meinem Kanal auch noch verfügbar, nämlich über die Sprache. Das ist eine Sache, wo wir sofort ohne Geld, ohne großen Aufwand ansetzen können. Wir können uns einfach mal beim Sprechen zuhören. Mhm. Habe ich einen hohen Ton, spreche ich abgehackt, bekomme ich einen fließenden Satz heraus, muss ich immer wieder pausieren, bin ich hektisch? Und daran erkennt man, weil das, was ich jetzt zum Beispiel mache, also ich denke gar nicht mal bewusst, sondern es passiert einfach völlig natürlich, dass du tiefer wirst, dass du langsamer wirst, dass du nicht in einem Redeschwall durchredest, sondern irgendwo mal eine Pause machst, dass du deine Tonhöhe anpasst und dass du vielleicht so redest, wie du sonst nicht reden würdest, wenn du irgendwo normal mit jemandem in der Küche stehst und Zwiebeln schneidest. Und deshalb, du lieber Zuschauer, Zuhörer, achte mal auf deine Sprache. Achte mal auf die Worte, die aus deinem Mund rauskommen. Achte mal auf deine Tonhöhe. Achte mal, wie du rüberkommst, wie harmonisch deine Sprache ist. Denn das, was du denkst, das, was in deinem Gedankenapparat vor sich geht, kommt unweigerlich aus deinem Mundapparat raus. Und da hast du von Gott zwei Ohren bekommen, damit du dir gleich zweimal in Stereo sozusagen zuhören kannst, wie du denkst. Denn du denkst nicht anders, als was aus deinem Mund rauskommt in Form von Worten und auf die Art und Weise, wie diese Worte aus deinem Mund rauskommen. Großartiges Schlusswort. Ich würde es genau so lassen, mich herzlichst bedanken bei dir, mein Lieber, und den Zuhörern, Zuschauern einfach ein Lächeln senden. The world becomes one. The world becomes one. The world is one. Podcast. Gespräche rund um die Welt.